Du gehst jetzt nicht wieder zurück, oder? Na gut, okay, machen wir das nächste Level. Das ist schon Bossfight. Gehen wir nach dem Boss zurück. Ah ne, einen Level haben wir dort noch, ne? Das ist nur der Eingang. Gute Frage. Der Vulkan. Nö. Le Boss. Nicht Lost Bossos? Los Bossos? Flanellphönix! Wo kommt sowas denn her, Los Bossos? Müsste das nicht von dir kommen? Woher? Wie, woher? Los Bonheur. Der Flanellphönix. Du! Was soll wohl Nicolas Flamel dazu sagen? Ja. So, los! Ich schmeiß dich da rein. Ach, auf. In Ruhe. Au! Ja. Wenn man die Vögel einfängt, dann gehen die einfach nur kaputt, ne? Mhm. Das kann nicht sein, dass das für ein Kinderspiel zu blöd sind, oder was? Oh, jetzt hab ich eine Idee. Na? Eine rauchen. du musst gedrückt halten. Peinlicherweise haben wir in der Zigarettenpause uns ein Video angeguckt, wie sie es gemacht haben. Tatsächlich. Und dann haben wir gesehen, Gott, wie das jemand halt festgehalten hat. Und dabei fiel mir dann halt ein... Ja, nicht. Achso. Ich muss auch dazu sagen, das habe ich bis jetzt bei keinem Gegner gemacht. Ich habe die einfach immer nur so weggeflandelt. Mir fiel dabei halt auf, dass. Erinnerst du dich dran, wenn du irgendwie sowas aufribbeln musstest? Ja. Wenn du nur kurz gedrückt hast, funktioniert das nicht, wenn du gedrückt halten, dann ja. Und verlier doch nicht immer alle Sterne, Mann. Bärmsen. Boah, ist der Endgegner leicht. Dann ist er echt super simpel, ja. Obwohl du schon getroffen wurdest von ihm jetzt, seitdem wir wissen, wie es geht. Ich weiß. Oh, ich steh immer zufällig in der Lücke. Ich wollte extra nach oben. Dein Ernst? Geh weg, da will ich hin. So ist er. Es gibt keinen Bossgegner der Welt, der mit 4 Treffern, ne? Entweder 3 oder 5. Immer noch nicht? Doch. Endlich. Hast du ihn gegriffen? Du? Nee, ist doch noch nicht weg. Ich glaube, das war jetzt erst der erste Treffer, weil du jetzt gegriffen hattest, ne? Das ging ja vorher nicht. Ohne Scheiß. Ich glaube ja. Oh Gott. Das heißt, wir waren immer noch zu doof für die Gegner. Siehst du, jetzt macht er wie was anderes. Ja, schubst mich da noch rein, du Penner. Ja, logisch. Ich kann mit dir auch nichts Kooperatives spielen. Stell ich immer wieder fest. Da kommen 1, 2 mehr. So, wo hast du ihn gegriffen? Ach da. Bäm. Wahrscheinlich braucht er doch nur 3 Treffer. Dann wahrscheinlich ja. Och, yes. Freunde der Sonne. Woher soll man wissen, wo die Lava kommt? Kannst du noch raten. Ja, was denn jetzt? Geht noch weiter. Was? Wieso? Hast du mich wieder in was reingeschubst? Ich hab nicht nirgendwo reingeschubst. Ich war tot. Ja, jetzt schon wieder. Verbummelst alles! Alter! Money grab! Nochmal? Wieso schießt er denn hier keine. Krieg doch alles wieder. Junge, aß nicht so rum damit! Das sagt die Richtige. Ich bin Prinz Plüschi, ich hab von Haus aus, ich hab Landgut, da hab ich automatisch Geld. Na, endlich. Fuck, hast du was? Nein! Ich hab was. Ich auch. Bäm! Schnapp ihn hier. Ja. Zack, ist die Luft raus. So, das waren jetzt 35 Minuten handgestoppt. Stimmt ja gar nicht. Guck mal. So viele Münzen haben wir eingesammelt. Schön, wenn du das auch noch eine Pinkelpause eingelegt hast während des Bosskampfes. Flanellphönix-Musik und eine Sanduhr, oder was das war. Oh, epische Ahnung, geht weiter. Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden. Ich hab die, das der magischen Gans gelesen. Das Garn schimmerte und wand sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Das wird eine Pizza Octostagione. Ab ins Süßigkeitenland. Das Garn webte sich in den Stoff des Königreichs und nähte 2 Teile Stofflands wieder zusammen. In Dreamland unterdessen
Oh, da ist er. Alle Waddle Dees in Schloss DDD eifrig am Arbeiten. Schneller, los, weiter. Ihr wird nicht gefaulenzt, blaffte König DDD. Plötzlich bemerkte der König, dass einer seiner Waddle Dees etwas seltsam aussah. Dieser Waddle Dee war in Wirklichkeit eine von Grimgarns Kreaturen. Ich glaube ja immer noch, dass der vom Makler gesteuert ist, ne? Stricknadeln gewickelt haben. Kann sein. Wirrte Grimgarn. Was fädelte er da nur ein? Diese scheiß Socke. Huraland! So, erstmal zum Immobilienhai. Nein! Was willst du bei dem? Doch, der hat doch eben gesagt, Nee, komm. Vorm Phönix hat er gesagt, irgendwas hat er. Was hat er denn? Er wollte Freunde vorstellen, was hat er doch gesagt, ne? Nee. Doch, was hat er gesagt? Guck mal, er will nicht mit uns reden. Wir sind komplett umsonst hier. Wer hat er denn eben gesagt, Freunde vorstellen? Habt ihr noch andere Leute? Ja, unsere. Oh, guck mal hier. Nein, ich wollte nicht ins Lager. Aber da unten, hast du gesehen, in dem Haus sind jetzt Viecher drin. Mit denen wir so quatschen. Das sind seine Freunde. Hier, pass auf. Ich will nicht was machst du denn da? Tja, meine Brüder haben wohl beschlossen, ihre Läden zu öffnen. Genau nebeneinander. Naja, ist ja ganz praktisch, wenn man es nicht so weit hat. Hallo, ich bin Möbi Webstuhl. Wenn du Möbel brauchst, bist du bei mir genau richtig. Ich bin Desi Webstuhl. Ich habe den besten Stoffladen Stofflands und auch den einzigen. Schauen Sie jederzeit bei Ihnen vorbei. Das ist schon ein Grund, warum es das Kartell abgibt. Damit ist es nicht solche Monopole wie bei den beiden. Ach so, Möbelladen. Boah, epische Scheiße. Nein. Ich schlage folgendes Geschäft vor. Waschtisch für 800 Perlen. Wir brauchen einen Waschtisch in meiner Wohnung, oder? Was ist das hier? Bombe will ich haben. Nein. Bombio. Das hier? Abgebissener Wrap. Ein Wecker, damit wir es nicht verpennen, rechtzeitig zum Flanellphönix zu kommen. Kleine Kommode, ein Töff. Das sieht aus voll wie die Playstation-Taste, da die X-Taste. Und ein Bierfass. Gut. Taiko-Trommel. Ja, bitte. So, dann möchten wir mal einen Stofftroller rein. Nein. Ach, guck mal, oh, schick. Das ist richtig scheiße. Das sieht aus wie aus den 80ern, 90ern diese Vinyl-Tischdecken für die Küche. Ja. Schön. Ja, wunderbar. Ja, super. Hier kaufen wir nichts. Wir sind gegen Monopole. Schnell weg hier. Woo! Oh, die Pyramide. Ja. Temperamentstempel. Wow. Oh. Oh, geht damit los. Geht gleich episch. Oh. Dreh, Schade. Du kannst das löschen, indem du oben siehst du einfach drauf pflasterst. Ist das so? Ist so. So, das kannst du hier. Sollte man vielleicht runterholen, wenn man unter ist. Also, geh einfach mal ein Stück nach links. Da sind noch zwei Popel. Schnell löschen. Gut. Ja, damit. Da ist hier löscht. Schon noch rumspritzen überall hier. Dann rutsche ich kontrollieren. Rutsch auf meinem Stuhl hier runter. Oh Gott. So. Da spritzt er einfach ab. Jetzt. Natürlich. Ist ja widerlich. Guck mal, da kommt der Feuermann. Na, da steht aber schon was da verbummelt, oder was, Pyramide? Ja, hoch da. Na, nee, hier, da ist bestimmt noch was Episches drin, siehst du? Kommt noch was runtergefallen. Nimm das mit. Ein riesiger Feuerwurm. Bam. Es ist ein absolutes Lieblingslevel. Wie verbunden. Ey, hörst du auf mit dem Scheiß? Du hast angefangen. Ich hab dich wohl nicht runtergekoffert. Ja, ich auch nicht. Ja, weil ich gegengesteuert hab. Sammel das nochmal ein. Bam. Kann ich hier rausfahren? Nein. Er rastet komplett aus.
Er wollte schon immer Feuerwehrmann werden. Seine heimliche... Oh, nee, wollte ich nie. Bierkissen, oh, wie geil ist das denn? Wir können das richtig gemütlich machen. Ja, schubst mich rein. Ja, immer rein am Puff. Oh, jetzt Ruhe im Puff. Ja, selber schuld. Fuck! Das hast du vollkommen fett. Komm mal angeschwebt, pass auf. Da bin ich. Hallo. Nur befreie mich mal, damit ich auf die andere Plattform springen kann. Und deine andere Plattform. Hallo. Ist ja genug Unsinn angestellt. Du bist ein Penner, weißt du das? Krieg ich das noch? Nein. Toll, wegen dir haben wir jetzt irgendwie 12 epische Möbelstücke verpasst. Wir haben schon 2 eingesammelt. Da gibt's mit dir. So, jetzt will ich das haben. Da, bitteschön. So bin ich zu dir. Ich sinke. So, sammel das ein. Los Löschos. Mhm. Bitte endlich vorbei. Ich kann ja nicht Bibi und Gas geben, das nervt mich ein bisschen. Das scheint das ganze Level so zu sein, ne? Guck, kein Druck mehr auf der Blase. Ja, hallo? Wir trennen uns, oder? Ich dachte, wir können beide auf einer Seite. Oh, geht nicht? Oh, Filzingen. Ich spiele nochmal so bestimmt siehste. Ich das einer bleibt da. Muss wackeln! Kriegst du alles! Das hast du mir knallt. Kriegst du alles! Alles nass machen! Los raus hier. Oh. Ja, danke. Klinglingling. Ink. Das Level war schön. Ink. Kerze. Kerze. Guck dir einer an. Beide Möbelstücke und Mucke. Und Mucke. Voll gut. Also war das nur ein Zwischenboss? Silvester. Junge, da zieht sich aber auch immer mit den Dämmerdünen. So, auf ins Touch mein Aal. Touch mein Aal? Touch mein Aal. So ein indisches Hotel, Leute. Das sappelt ein Quatsch. Das ist Tüdelbüdel. Oh, schon wieder? Sind das alles solche Level hier? Ist doch jetzt ein Rasenmäher. Ja. Yeah. Das wieder. Oh, da brauche ich ja nichts machen, ne? Ich muss nur schütteln. Ach, diesmal fahr ich. Wenn ich nicht schüttel, geht der Turbo aus, ja. Dann schüttel ich durch. Und ich kann nicht mehr schütteln. Hallo, was ist los? Jetzt. Achso, dann schüttel ich immer noch, wenn es geht. Spring, spring. Yes! Rakete. Oben verpackt. Oh. Kein Sinn hier, ob ich jetzt schüttel und du mal kurze Zeit schneller wirst oder dann haben wir auch Platz eine Wurst. Sanduhr. Die wollten wir unbedingt haben. Auf jeden Fall. Rakete. Ja, Dämmerdünenmucke. Fahr mal alles. Yes. Hui.
Ihr habt den Geheimschatz schon wieder gefunden. Das war ein Siegertreppchen, hast du gesehen? Das war vorher auch schon eins. Na, mal hin. Das ging fix. Jo. Wow. Bam. Oh Mann, ohne Ende. Und wir den fliegenden Teppich verpasst haben. Ja, scheiße. Hä, wir haben nichts bekommen. Nee, brauchen wir auch nicht. War das ein Bonuslevel? Ich denke mal, das werden. Hä? Achso, ja, geht's hier irgendwie rechts weiter? Ja, ab. Hurra, dann, da war doch was. Hurra! Ach, wir waren jetzt noch im alten Ding. Ja, weil wir jetzt in dem Ding jetzt noch zwei Bonuslevel gemacht. Ach so, das waren beides Bonuslevel. Gehe ich jetzt von aus.